Ja, Leute, ich bin zurück und ich möchte euch heute mal darüber informieren, warum ich weg war, warum ich einen neuen Kanal aufgemacht habe und wie ich mir vorstelle, wie es weitergeht auf YouTube. Also, warum war ich weg? Warum habe ich einen neuen Kanal aufgemacht? Ein oder zwei Tage bevor ich das letzte Video hier auf diesem Kanal hochgeladen habe, hatte ich ein Gespräch mit jemand. Und dieser jemand hat ein Video von mir gesehen, und zwar das Video "Ich habe keine Sucht", wo ich darüber spreche, dass ich halt keinen Kontrollverlust erlitten habe und dass, wenn jemand mir jetzt monatlich Geld bezahlen würde, Geld überweisen würde, 2000 Euro, sagen wir einfach 2000 Euro, dann hätte ich sofort hundertprozentige Kontrolle über mich und über mein Handeln, mein Konsum, meine Sucht. Und wie gesagt, dieser jemand hat das Video gesehen und er wollte das wirklich in die Realität umsetzen. Er wollte das verwirklichen. Dieses Prinzip, mich zu bezahlen fürs Nicht-Konsumieren. Das wollte er 3 Monate lang machen, pro Monat 2000 Euro. Und wir haben miteinander gesprochen, wir haben das alles festgelegt, haben Regeln aufgestellt und und. Es war alles schon gebongt. Aber den nächsten Tag hat er dann doch abgesagt, weil er halt einfach kein gutes Gefühl dabei hatte, mich dafür zu bezahlen, weil es dann ja nicht wirklich eigener Entscheidung herauskommt, aus eigener Kraft herauskommt. Und das kann ich auch absolut verstehen. Habe ich absolutes Verständnis dafür. Da hatte ich dann auch kein böses Blut gegenüber ihm. Wie gesagt, ich habe es absolut verstanden. Genau. Er wollte mir dann noch eine Spende zukommen lassen. Auch trotzdem eine größere Spende, 200 Euro. Hat er dann nicht gemacht, zumindest bei mir nichts angekommen. Aber ich trauere da auch nicht hinterher oder heule hinterher oder frage dann nochmal nach, jo, hier, wo bleibt meine Spende? Das mache ich natürlich nicht. Genau, aber das war dann halt abgehakt, ist dann doch nichts draus geworden. Nichtsdestotrotz, wir hatten ein sehr interessantes Gespräch. Ein Gespräch, was mich sehr inspiriert hat. Ich wollte natürlich wissen, wie kann ein junger Mann theoretisch sowas zur Verfügung stellen, diese finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Weil ich meine, das wäre bei erfolgreichen 3 Monaten, wären das 6000 Euro. Und er hat mir dann gesagt, was er macht, und zwar, er macht YouTube. Und zwar YouTube-Automatisierung. Und für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, YouTube-Automatisierung ist, wenn du YouTube-Videos machst, aber der Prozess bzw. die Produktion, die Videoproduktion, gibst du vollständig ab. Das heißt, er hatte ein Team mit einem Videobearbeiter, einem Skriptschreiber und. Und ja, er war einfach nur dafür verantwortlich, soweit ich das verstanden habe, die Videoideen zu geben. Genau, hat mich sehr inspiriert und ich wollte dann das Ganze auch machen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt von Anfang an hundertprozentige Automatisierung machen. Ich wollte schon meine eigenen Videos produzieren, aber einfach das Ding mit YouTube Geld zu verdienen, ja, das hat mich sehr inspiriert und das wollte ich dann halt auch umsetzen. Das heißt, ich wollte einen Kanal aufbauen, wo ich nicht mein Gesicht zeigen muss und wo ich auch nicht unbedingt meine Stimme verwenden muss. Also komplett anonym. Ich habe mir eine Nische rausgesucht und habe mich dann halt wirklich informiert, wie so ein gesichtsloser Kanal halt, wie man das halt macht, was man braucht und. Ich habe mir die Nische rausgesucht. Nicht Looksmaxing, aber ja, Männer, Lebensstil, Männer, Kleidungsstil, Männer, Hygiene und. Alles, was da so mit reinspielt, das war meine Nische, die ich mir rausgesucht habe, die ich bedienen wollte. Genau, dann ging es ans erste Video. Und ich habe das erste Video zusammengestellt, habe eine KI-Stimme verwendet, war jetzt nicht unbedingt die beste, aber hat alles geklappt, war alles ganz gut. Und wie gesagt, ich habe das Video zusammengestellt, aber mit Zähnen zusammenbeißen. Mit wirklich, wirklich Zähne zusammenbeißen. Denn wenn du einen gesichtslosen Kanal führen möchtest, dann, ja, dann bist du natürlich erstmal ohne Videomaterial und ohne Bildmaterial. Und dieser Prozess, der Prozess, Videomaterial zusammenzuführen, Bildmaterial zusammenzuführen, für jetzt, sage ich mal, ein 10-minütiges Video, das war der absolute Krampf. Das war die Hölle. Das hat so geisteskrank ausgelaugt. Es hat mich so geisteskrank ausgelaugt, weil ihr müsst euch vorstellen, man muss für das gesprochene Wort muss man passendes Bildmaterial finden. Und jetzt gibt es natürlich Internetseiten, die das Ganze anbieten, also Bildmaterial, Videomaterial, die das gegen, ja, kostenpflichtig halt anbieten. Habe ich auch dann genutzt. Aber nichtsdestotrotz, du musst besonders in der heutigen Zeit alle 2 bis 8 Sekunden musst du einen Wechsel bieten. Entweder oder hauptsächlich Videomaterialwechsel, Bildmaterialwechsel oder halt Effekte, Ton und so weiter. Und ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen,
stell mal ein 10-minütiges Video zusammen, aber mit 2 bis 8 Sekunden, aller 2 bis 8 Sekunden halt immer einen Wechsel. Selbst wenn du da halt kostenpflichtige Anbieter nutzt, die dir Videomaterial zur Verfügung stellen und so weiter, trotzdem musst du das halt erstmal alles zusammenstellen und finden. Und das war absolut, absolut grauenhaft. Also wirklich Respekt an jeden Videobearbeiter, der das halt machen muss. Also der wirklich gesichtslose Videos zusammenstellen muss, wo er kein Bild, wie wir es jetzt haben, hat. Oder kein Gameplay im Hintergrund und so weiter. Also wirklich, du hast einfach nur schwarz im Hintergrund und du musst dann halt fürs gesprochene Wort aller 2 bis 8 Sekunden musst du da passendes Videomaterial finden. Also wirklich Respekt an jeden, der das machen muss. Ich, wie gesagt, war sofort ausgelaugt. Ich war wirklich nach dem ersten Video sofort ausgelaugt und hatte dann absoluten Ekel vor diesem ganzen Prozess und habe erstmal 2 Wochen lang, ja, mich nicht ans nächste Video, nicht ans zweite Video gewagt. Aber ich habe mich jetzt vor 4 Tagen ans zweite Video gewagt, habe es auch fertiggestellt. Diesmal aber mit der Änderung, dass ich meine eigene Stimme verwendet habe und keine KI-Stimme. Und ich habe Gameplay im Hintergrund laufen lassen. Zusätzlich zu halt dann Bildmaterial und anderem Videomaterial. War viel, viel entspannter, hat viel mehr Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gemerkt, okay, das ist nicht meins. Das ist wirklich nicht meins. Ich kann zwar Videos bearbeiten, aber es macht mir keinen Spaß. Zumindest diese Art von Videos machen mir keinen Spaß zu bearbeiten. Und das bringt uns jetzt zu diesem Punkt hier. Das bringt uns zu diesem Punkt, wo ich natürlich immer noch inspiriert bin von dem Gedanken, einen englischsprachigen Kanal zu machen. Aber nichtsdestotrotz halt mit meinem Gesicht, mit meiner Stimme, mit Videoaufnahmen oder auch Gameplay im Hintergrund mal schauen, werde ich halt wahrscheinlich so weitermachen, wie ich es zuvor gemacht habe. Genau, also das ist jetzt so meine Vorstellung, wie ich weitermachen möchte. Ich möchte Englisch im englischsprachigen Raum weitermachen. Und zwar hier auf diesem Kanal Ludorem. Ich habe ja eine kleine Umfrage gemacht, wie gut ihr ja, der englischen Sprache mächtig seid. Und 85%, zumindest der jetzige Stand, 85%, ich glaube von 40 Leuten, können gut Englisch verstehen. Und das ist natürlich hervorragend. Das ist natürlich hervorragend, weshalb ich jetzt halt diesen Kanal hier auf Englisch weiterführen möchte. Ja, und um nochmal darauf zurückzukommen, warum ich jetzt diesen anderen Kanal doch mehr oder weniger oder ja einstellen werde. Einfach weil dieses Thema, ich habe zwar ein gewisses Interesse daran, nichtsdestotrotz kein brennendes Interesse. Und Interesse kann sich natürlich auch immer mal ändern. Das heißt, so wie ich den Kanal hier jetzt aufgebaut habe, geführt habe, Ludorem, dass ich halt auch über andere Themen als nur NoPMO rede, das ist für mich der absolut beste Weg. Das ist für mich der absolut beste Weg. Das gefällt mir viel, viel besser. Und Victor Pryde von Bold and Determined, die meisten von euch werden ihn nicht kennen, werden den Blog nicht miterlebt haben. Der ist auch nicht mehr zu finden. Der ist eingestellt worden. Aber ein grandioser Blog auf jeden Fall. Und der hat mich damals sehr, sehr inspiriert, weil hat diesen Punkt, dieses Thema in meinen Kopf gesetzt. Und zwar You Inc., also You Incorporate. Das bedeutet, du, deine Person, deine Interessen, dein Leben im Grunde sind dein Produkt, sind deine Marke. Das heißt, du redest über deine Interessen, du redest über dein Leben und so weiter. Und da ringsherum machst du halt deine Marke, dein Geschäft raus. Und das ist mir so im Kopf geblieben und deshalb war es halt auch auf dem anderen Kanal jetzt nicht so. War ich nicht so krass davon überzeugt. Das hier, wie ich es halt mache und wie ich es gemacht habe, gefällt mir viel, viel besser. Also, es steht fest, ich werde diesen Kanal hier weiterführen. Ich werde diesen Kanal Englisch weiterführen. Ich werde trotzdem jetzt unter diesem Video hier nochmal einfach eine Umfrage dazu starten. Und zwar werde ich einen Kommentar schreiben. Ich werde ihn auch anpinnen. Also, es ist der erste Kommentar, den ihr unter diesem Video sehen werdet. Da werde ich euch fragen, ob ihr das wollt, ob ihr dabei seid, ob ihr das gut findet. Und für all diejenigen, die es gut finden, für all diejenigen, die Englisch verstehen können und für ja, denen das nichts ausmacht, wenn es jetzt Englisch weitergeht, die beantworten einfach diesen Kommentar, also schreiben einen Kommentar unter diesen Kommentar, egal was. Ihr könnt einen Punkt schreiben, ihr könnt eine 1 schreiben, ihr könnt was auch immer schreiben. Jeder Kommentar, der unter
unter meinem Kommentar steht, zähle ich als Stimme, die es gut findet, die es befürwortet, Englisch weiterzumachen. Und alle diejenigen, die es nicht gut finden, die kein Englisch können und die das nicht wollen, die liken den Kommentar. Die geben dem Kommentar einen Daumen nach oben, also meinem Originalkommentar, meinem angepinnten Kommentar. Und ja, dann werde ich halt sehen, wie so die Stimmung da ist. Aber es steht eigentlich im Grunde schon fest. Aber nichtsdestotrotz, gebt eure ehrliche Meinung ab. Genau, so viel erstmal dazu, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.